Die Universität für Bodenkultur als Universität des Lebens und der Nachhaltigkeit ist sehr stolz darauf, dass dieser Holzbau hier verwirklicht werden konnte. Der Grund für den Neubau dieses Gebäudes war extreme Raumnot, die wir hier an der BOKU angesichts des Wachstums der letzten Jahre hatten. Es ist eines der ersten Gebäude im Universitätsbereich, das mit nahezu 70% Holzanteil verwirklicht wurde. Und es soll die Heimat werden für unsere Institutsmitarbeiter, aber auch für Studierende mit einem großzügigen Leseraum, mit einer erweiterten Bibliothek und mit Seminarräumen im Erdgeschoss. Ja, Holz ist Klimaschutz, ist Wohlbefinden, ist Verantwortung für die Umwelt, für unsere Studierenden und Mitarbeiter. Und schauen Sie sich dieses wunderbare Gebäude an. Das ist bis auf den Stiegenhauskern ausschließlich in Holzbauweise errichtet. Die Universität für Bodenkultur hat eine sehr lange Tradition in Forschung und Lehre zum Thema Nachhaltigkeit. Wir wollen diese Nachhaltigkeit auch in unseren Gebäuden leben, um somit eine Vorreiterrolle im konstruktiven Holzbau, aber auch im Klimaschutz einnehmen zu können. Wir planen daher, ein weiteres Gebäude in Holzbauweise hier am Standort Türkenschanze zu errichten.